Leute, herzlich willkommen hier zu Craft Attack 4 mit mir, Basti Zockt, und der Balui ist gerade im Stream. Hi, Balui. Ich bin Balui. Nur falls es noch nicht. Hallo, Balui, was geht? Balui, ich wurde hier heftigst getrollt, so wie das aussieht, mit ganz viel Cobblestone. Was? Und Obsidian. Oh, welcher Spasti war denn das schon wieder? Keine Ahnung. Hey, die nee, können es auch nicht sein lassen. So. Ständig macht irgendwer hier Scheiße. Was? Tja, Basti, du wurdest getrollt. Spark. Was? Wer? Nein, das kann nicht sein. Nein. Ey, alle was machen das aber nicht, gemacht? Spark. Laber nicht. Ich hab dem doch gar nichts gemacht. Oh, ey. Laber naja, doch egal, nicht. Egal, das tut. Leute, das mache ich nach einer Folge weg. Ich muss dann mal bei Spark die Folgen gucken, ob der das gemacht hat. Alter. Das klingt, als wenn ich jemanden verarschen will. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in der heutigen Folge möchte ich Eve meine Liebe gestehen. Natürlich soll das Ganze anonym sein. Deswegen dürft ihr ja auf keinen Fall was verraten. Ich brauche noch ein Leder für ein Buch. Und dann bauen wir ein Geschenk aus roter Wolle und weißer Wolle. Da habe ich nämlich extra gefarbt. Nebenbei mit Balui. So romantisch. Ein bisschen gelabert. Ne? Ja. Balui, wo finde ich Kühe? Hat irgendjemand Revi. Eine Kuhfarm? Revi hat Kühe. Revi? Was? Revi hat Kühe? Ja, Revi hat Kühe. Wenn Revi auch sonst nichts hat, aber Kühe hat er. Alles klar, Revi hat Kühe. Okay, dann gehen wir mal zu Revi. Was machst du gerade? Ich baue jetzt gerade mal eine Etage bei meinem Feuermagierturm mit Balkonen, weil die Zuschauer sich das gewünscht haben, dass ich doch Balkone auf eine Etage draufsetzen soll. Und ich fand die Idee so gut, dass ich das jetzt umsetze. Also ich bin ja dafür, dass ein Turm bis zur Levelgrenze geht. Ja, klar, logisch. Und was soll ich reinbauen? Nix. Ja, keine Ahnung. Ein Hauch von nix. Kennst du von Herr der Ringe im ersten Teil die Gefährten, wo Gandalf so hoch fliegt in diesem Turm? Da ist auch nix. Stimmt. Ja, aber dann... Ja. Da hast du recht, aber dann müsste der ganze Turm ja aus nix bestehen. Ja, ist doch cool. Ein Turm aus nichts. So. Die Idee an sich ist ganz nett, ja. Ja, nee, die ist nicht nett, die ist genial. Ja, die ist bastialisch. Ich hab einen Skandal entdeckt in Craft Attack. Was hast du denn entdeckt? Skandal. Die Skandal. Es brennt schon die zweite Kerze. Ich meine, wenn ihr die Folge hier guckt, ist der zweite Advent. Welcher? Aber es ist jetzt gerade noch nicht der zweite Advent. Der zweite Event. Ja. Wer hat denn den... Da hat einer scheinbar eine Folge für morgen aufgenommen. Und schon angezündet. Das ist eine Frechheit. Das geht nicht. Da dürfte die Folge erst ab 0 Uhr aufnehmen. Dann würde ich es genehmigen. Dann ist es okay. Aber nee, geht gar nicht. Jag ich in die Luft. Ja, in die Luft. Ja, ist gerechtfertigt. Alles sprengen, was nicht richtig ist. Stimmt, übrigens, guck mal, wir haben schon zweiter Advent. Ich als Verkehrsminister habe hier den Weg weitergebaut Richtung Altstadt. Hey. Und das hier hat Yves gebaut. Sagst du jetzt mal bitte, dass ich dir geholfen habe? Ja, danke schön. Balui hat gerade eben dann noch beim Terraform so ein kleines bisschen geholfen. Ne? Ja, an der einen Stelle. Hier, man sieht die Straße. Hier, den habe ich gemacht. Ne? Und ja, hier ist jetzt der Weg. Und da kommt man dann direkt hier zu der Brücke. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir zu Revi, holen uns Leder und dann darf mir der Balui beim Reimen helfen. Ah, weil ich möchte gerne ein Gedicht. Aber ein Liebesgedicht, Balui, denn ich bin so richtig verliebt. Weißt du was, in der Schule war ich so gut, dass ich immer eine 6 im Reim hatte. Nee, keine Ahnung, was ich gekriegt habe, aber naja, meine Reime, weißt du, ich kann Haus auf Maus reimen oder Blumenstrauß auf Haus, aber das war es dann auch schon. Weißt du, manche Leute dann, ja, dein Herz ist so tief wie meine Seele, auf das ich mich immer nach dir sehne und so. Und ich so, ja, ich gehe ins Haus, da wohnt eine Maus, die guckt zum Fenster raus. Okay. So waren dann meine Reime ungefähr. Also er war kein Leder. Der hat hinter seinem Haus eine Kuhfarm. Ja, ich hab. Ja, aber ich hab Kühe getötet und kein Leder bekommen. What? Frechheit. Okay. Direkt töten dafür. Ja, jetzt hat er halt keine Kühe mehr, mein Gott. Ja, scheiß drauf. Brauch Evi auch nicht. Das wird er eh nie rauskriegen.
So, jetzt brauche ich eine Workbench und dann können wir schon mit dem Reimen anfangen, Balui. Da freue ich mich schon richtig drauf. Hast du eine Workbench? Ja. Hast du alles dafür? Inksack, Feder. Warte mal. Pipapo. Hey, warum hat Revi hier keine Workbench, der Otto, oder? So. Das muss da. Nee, erstmal muss das so und das so. Jetzt habe ich das. Dann brauche ich eine Feder und dann brauche ich Inksack. Und dann, ich werde dieses Buch allerdings dann nicht unterzeichnen. Ja, es soll ja anonym sein. Es soll anonym sein. So, ich stelle mich jetzt mal hier ins Eck. Und das Fenster ist eingeschossen worden. Da ist ein Hund. Okay. Wie fangen wir dieses Gedicht an? Ich schreibe erstmal hin ein Liebesgedicht. Welche Augenfarbe hat sie, weißt du es? Die wundervolle Eve. Doppelpunkt. So. Sagen wir einfach, sie hat blaue. Ich weiß nicht. Okay, dann kannst du sowas schreiben wie: so blau wie das Meer. So, nein, warte. Warte, ich zoome mal ran. Sind das nicht braune Augen? Okay, so braun wie die Kacke. Nein, warte. Ja, das ist braun. Ja, okay, da können wir doch nicht mit Wasser anfangen. So, warte, was ist denn schön in braun? Braun, dann schreib auch mal. Warte mal. Braun. Braune Augen, so schön wie... Scheiße. Nein. Wie die Erde, aus der die Blümchen ersprießen. Ja. Aber wie soll ich das schon? Deine braunen Augen. Schokolade, stimmt, Schokolade ist braun, das kann man darauf reimen. Ja. Nee, warte mal, ich brauche. Ah, Balui, hilf mir! Ja, ich überlege gerade, wie man das ordentlich anfängt. Der Anfang ist immer das Schwierigste, Der Rest läuft dann. Ja. Ich liebe deine Augen so sehr wie Schokolade. Ich liebe deine braunen Augen. Am liebsten möchte ich dran saugen. Ja. Sie schmecken so süß wie Schokolade. So, ja, genau. So süß wie Schokolade. Was reimt sich auf Schokolade? Wir treffen uns in der Schublade. Ich mache mir die Liebe in der Schublade. Nein, sie schmecken so süß wie Schokolade. Warte mal. Reimwörter. Ja, stimmt, suchen. Wozu gibt's Google? Schokolade. So, ey, Leute, schreibt doch mal, was ihr auf Schokolade reimt. Keine Idee. Ja. Schokolade. Reime suchen. Schokolade. Ah, hier. Wir treffen uns an der Promenade. Ich gehe mit dir. Nein. Warte. Gemeinsam streifen wir durch die Uferpfade. Oh! Aber das tut ihr ja nicht. Vielleicht musst du irgendwas, dass du es gerne machen würdest. Marinade, ja ist auch noch. Marinade ist auch gut, ja. Nein. Sie schmecken so süß wie Schokolade. Nein, warte. Ich weiß nicht, wie der Turm aussieht jetzt hier. Sie schmecken so süß wie Schokolade und deine Stimme klingt wie eine Ballade. Oh, wow, der Knaller, ja richtig. Das ist der Hammer. Ja, auf jeden so, Fall. Jeden Tag... träume ich von dir. Nee, während ich gesoffen habe, 50 Bier. Warte mal, leg mal was vor. Leg mal was vor. Warte. Jeden Tag sehe ich dein Zuhause und wie du schaust zum Fenster raus. Ich dein zu Haus. Was? Und wie du schaust zum Fenster raus.
Wäre ich so gern bei dir? Warte, warte. Fenster raus. Ich wäre so gern bei dir. Du bist ein geiles Tier. Ja. Ja, Eve braucht sowas. Warte mal. Ich guck mal, was reimt sich noch so auf dir. Auf dir reimt sich, glaube ich, sau viel. Jeden Tag träume ich von dir, hat einer geschrieben. Aber das ist. Was will? WTF, was mir hier vorgeschlagen wird? Nazi-Vampir. Was? Also bitte! Ja. Ich wäre so gern bei dir. Mein kleiner Nazi-Vampir. Bist, nein, du bist mein Urlaubssouvenir. Oh, so schön. Und jetzt noch irgendeine Zeile zum Abschluss. Ja, warte, hier habe ich was Cooles gesehen. Nichts ist so schön wie du, du kleine Kuh. Mach auch weiterhin schön Mumu. Keine Ahnung. Ich bin so die scheiße Zeit im Reimen. Mit dir wäre wunderbar. Komm zu mir. Komm mal auf deinem Leben klar. Nein, komm zu mir, du bist mein Star. Oh, was die immer. Ich weiß schon, warum ich so kacke in der Schule war in Reimen. Wo ist das scheiß Skelett? So, jetzt unterzeichne ich das mit dein anonymer Verehrer. So. Schön, zack. Basti, schön. Jetzt benenne ich das noch um in Amboss mit bitte lesen, weil sonst, weil das ist ja nicht unterzeichnen. Ah ja, klar. Für Eve. Ah, ist denn Valentinstag oder warum kriegt sie das? Meine Zuschauer wollen es unbedingt. Ach so, ja gut. So. Okay, ich hab jetzt hier den Brief. Und nee, außerdem, ich liebe einfach Eve, weißt du? Ah, ja, ja, klar. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe einmal mit Eve aufgenommen, da wo wir gestreamt haben, wo ich mich entschuldigt habe und dann haben plötzlich alle angefangen Eve und Basti. Ja, vor allem die ganzen Eve-Zuschauer kamen rüber. Oh, das war so cute, mach mehr mit Eve. Ja, wir haben ja schließlich ein Liebeslied gesungen, hallo? Ja, hallo, ne? So, ich brauche eine Kiste, Balui. Möchtest du vielleicht kurz eine Kiste beisteuern? Och klar, die bringe ich dir doch gerne vorbei. Warte, ich komme zu deinem Turm, dann baue ich jetzt ganz noch kurz das Geschenk. Und hast du noch ein Schild? Ich müsste sonst so weit zurücklaufen. Ja, ich habe bestimmt alles, wenn ich meine Wendeltreppe runterschaffe. Okay. Sekunde. Was haben wir hier? Da ist nichts drin. Hey, dieses Gedicht, es ist einfach wunderschön. Ja, ich finde das eine gute Arbeit. Ich lese es nochmal vor. Im Gesamten, Chat. Ja. Ja, der Chat soll dann mal bei dir schreiben, wie sie es finden. So, Achtung. Ich liebe deine braunen Augen. Am liebsten möchte ich dran saugen. Sie schmecken so süß wie Schokolade und deine Stimme klingt wie eine Ballade. Jeden Tag sehe ich dein Zuhause und wie du schaust zum Fenster raus. Ich wäre so gern bei dir. Du bist mein Urlaubssouvenir. Die Zeit mit dir. Nein, ich muss das noch ändern. Mit dir wäre wunderbar. Komm zu mir, du bist mein Star. Ja, wie geil. So romantisch. Basti muss eine Blume dabei tun, das weißt du, ne? Ja. Frauen mögen Blumen. Aber irgendwie habe ich selbst die nicht mehr. Warte, warte mal. Die Blumenkiste hat wahrscheinlich überlebt. Klar. Klar, dass die. Was möchtest du denn? Eine weiße oder eine gelbe? Rot habe ich nicht mehr. Egal, mach gelb. So. Okay, das hätten wir. So. Ein Schild, eine Kiste und Ding, hast du? Also hier ist Kiste, hier ist ein Schild und hier ist ein Lümchen. Danke, vielen Dank. So, komm jetzt, ich will sehen, wo du es hinstellst und wie du es hinstellst. Ich bin schon gespannt. Basti, der Augensauger, ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh Mann, soll ich es ins Haus stellen? Keine Ahnung, wo genug Platz ist, wie groß willst du es machen?
Ja, guck, ich hab mir gedacht, dass ich es erster, also in Erde verpacke. Also ich mach's so, warte. Ich hab mir gedacht, könnten wir das vielleicht hier hinstellen am besten? Guck mal. Hier an diesem freien Platz hier. Guck mal, Ja, doch, ist so. super hier. Ja. Warte so. Warte kurz. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und hier zwischendrin kommen dann eben wie bei einem Geschenk Weiße diese. Wolle, ne? Ja. Genau, Finde ich so. sehr schön. Ja, hier machst du das. Ist geil. Okay, und es wird verpackt hier mit Erde, sage ich mal, guck mal, in so einem Erdwürfel. Und da ist dann die Kiste drin. Die Erde ist halt in so einem Feld hier verpackt. So, und so, und da nochmal drüber, Dann könnte es sein, dass damit ja, du ich. musst an die Kiste noch dran. Oh ja, naja, logisch, Was, die warte mal. verbuddeln es einfach ohne Geschenk drin. Scheiß drauf. Ich. So, dann machen wir das noch hier rein. So, und so. Und hier zu. Und dann kann ich hier Ha, ist das anfangen, romantisch. Fast das wie an der Weihnachten. Seite Ist zwar noch ein bisschen zu früh, aber hochziehen. egal. Ja, ich hoffe, die Wolle reicht mir jetzt, die rote. Oh, weh, wenn nicht. Wo hast du rote Farbe her? Irgendwie habe ich nie rote Rosen gefunden. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Ich hab das Knochenmehl benutzt, was du mir übrig gelassen hast. Weißt du, von dem Ah. einen Farm? Ja. So. Ist das gut so? Ja, ich finde, das sieht sehr schön aus. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie du eine Okay. Schleife da oben drauf machst. Gar nicht. So, warte mal. Es fehlt eine rote Wolle. Ah, da ist sie. Nein! Dann wurde die halt weggesprengt. Nö, nö. Ich habe gerade hier roten Farbstoff von Yves Weg genommen. So, jetzt muss ich da kurz hoch. So So. traurig, ehrlich. Und so. Kriegt man da eine Und hier Schleife machen wir irgendwie dran. drauf? So, warte mal. Kriegt man das irgendwie hin? Ja, Weil ist das es zu. wird ein bisschen sehr strange aussehen, aber. Ja, das ist blöd, aber was soll ich machen? Wobei, Es es geht halt nicht geht anders, oder? eigentlich, ne? Hätte ich Ja, jetzt schon mal findest du es okay? gedacht. Ja, ist okay. Warte mal, so. Ja, doch, Soll ich so ist lassen? süß. Ja, lass es. Ja, kann man Ja, lassen. kann Okay, man. dann mache ich mal hier ein Schild dran. Oh, die Erde da muss weg. So. Wie Oh, süß warte, und das hier. ist. Warte mal. Oh, nee, da ist keine Mitte, sonst hätte ich es noch. Nee, das ist okay so, oder? Schreibe ich Super hin. so. Für Eve. Vom Ach, geheimen wunderbar. Verehrer. Wobei, das steht ja im Buch nahe. Ja, das steht im Buch. Ach Mensch, da freue ich mich jetzt drüber. Leute, wenn euch Ja. die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Balui vorbei, auf jeden Fall. Und bei der Eve, wenn sie das Geschenk Und auspackt. ja, und auf jeden Fall bei Eve. Ihr dürft ihr aber nicht verraten, dass ich das war, ne? Nee, bitte nicht. Bis dann und tschüss. Ciao.